Hey, meine kleinen Affe, herzlich willkommen zu Burly Men at Sea, was so viel heißt wie fette Männer auf dem Wasser. Ich würde ja fast sagen, passt ja, aber wollen wir einfach mal losgehen und sehen, was wir hier so Schönes erleben. Was ist das? Ruft dann einer der Fischer. Da ist irgendein Müll in meinem Netz. Eine Schatzkarte. Eine nutzlose Seekarte. Grummelt er hastig. Da ist nichts drauf, außer unsere eigene Insel. Karte, die Kontos ins Meer geworfen wurde, da muss doch mehr dahinter stecken. Der Stetige. Das Gesicht des Mutigen leuchtet auf. Ein Geheimnis. Ey! Die Leute im Dorf könnten etwas darüber wissen. Wir sollten zurückkehren. Juhu, auf ins Dorf. Schickes Dorf. Schöne kleine Häuschen. Schön. So, gehen wir also zum Orangenhaus. Mal gucken, ob der Flöte uns was erzählen kann. Die Junge nebenan im Café hat vielleicht eine Antwort für euch. Ja, weiter spazieren wir mit schöner Musik. Ein Vogel anklicken. Auch da wieder nach links. Schön mit Akapella Musik, das ist lustig. Der Mann blickt zu ihnen auf, macht sich aber nach einem kurzen Stöhnen wieder an die Arbeit. Dürfen Sie einen Moment unterbrechen, ruft der stetige Bart. Wir haben heute Morgen etwas Merkwürdiges gefunden und wir dachten, dass Sie vielleicht etwas darüber wissen. Es ist geheimnisvoll, fügt Mutig Bart hinzu. Hm.
gibt eine kurze Pause, als er mal mit dem Hämmern aufhörte. Er stöhnt, sie wartet. Scheinbar hat er nichts weiter hinzugefügt. Ting, 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 ting. Die Männer stehen und warten, ting, aber es kommt keine ting, weitere Reaktion. Ting, Schmied. Ting, ting, ting. Na, dann sprechen wir es immer an. Sieh mal einer an, wenn das nicht die Gebrüder Bart sind, was kann ich für euch tun? Steigbart will gerade antworten, als Hastigbart ihm zuvorkommt. Weißt du etwas über die Karte? Wir haben eine gefunden. Ah je. Und das ist keine gewöhnliche, betont Mutigbart. Sie ist geheimnisvoll. Die kastenförmige Frau arbeitet kurz in aller Stille weiter. Da macht sie eine Pause und sieht zu ihnen auf. Sie ist geheimnisvoll. Es tut mir leid, Jungs. Aber ich habe nichts Besonderes, viel Fantasie. Wir sind alte Freunde, der Gewöhnliche und ich. Schließt sie ab und macht sich wieder an die Arbeit. Heute ist Märchenstunde. Mal gucken, wie weit wir das Rätsel heute lösen werden. Das ist unglaublich entspannendes Spiel, finde ich. Gehen wir wieder in die Scheune rein. Oh, Hühnchen. Mutigbart schlägt sich zur kauenden Kuh hinüber. Du weißt nicht zufällig etwas über die geheimnisvolle Karte? Oder altes Mädchen? Er tut so, als ob er nicht auf eine Antwort warten würde. Gut, dann gehen wir aus der Scheune raus, wenn hier nicht mehr ist. Ach, hier ist noch eine Tür. Kann man hier mit den Büchern was anstellen? Ah, umklappen. Und da sitzt einer. Was hat der da Schönes? Ihr wollt wahrscheinlich etwas trinken und euch ans Fenster setzen, nehme ich an. Männer werfen einen misstrauischen Blick auf die winzigen Stühle, bevor sie sich mit einem Achselzucken. Und da war der Text weg. Der alte Mann tauscht alsbald mit einem dampfenden Tablett auf. Sortenreihen Espresso. Hab ich selbst geröstet, erklärt er. Sie starren ihn ausdruckslos an. Er seufzt. Kaffee. Die Männer entspannen und trinken vorsichtig. Ihre Augen weiten sich. Also, was habt ihr gefunden? Er lacht, als er ihre erstaunten Gesichter sieht.
Wartungsgabe. Das ist alles. Die Leute kommen hier mit Fragen rein. Und eure ist für alle sichtbar. In eurer Hand zusammengerollt. Stetigbart grinst. Ey, da müsst ihr mal mit dem hier reden wollen. Er rollt das Pergament zwischen ihnen aus. Alle beugen sich darüber. Der alte Mann denkt eine Zeit lang nach, bevor er etwas sagt. Ihr habt ja eine Karte, die waghalsige Taten und heroische Meisterleistungen hervorbringt. Hey, Mutigbart springt auf und klopft Steigbart auf den Rücken. Aber auf ihr ist nicht zu sehen, bemerkt Hastigbart ausdruckslos und betrachtet den alten Mann argwöhnisch. Noch ein paar Haufen Wörter hier drinnen, die man so gar nicht mehr gebraucht. Das ist cool. Also wer deutsche Sprachkultur wieder kennenlernen will, spielt das Spiel. Als er diese skeptischen Blicke sieht, muss der alte Mann grinsen. Ey, es ist ein lohnendes Abenteuer, das mit dem Unbekannten beginnt. Diese Karte enthält Geschichten, die erst noch erzählt werden müssen. Er dreht sich um und will weggehen. Puh, welche Art von Geschichten, ruft Mutigbart. Das hängt davon ab, antwortet der alte Mann, welche Art von Abenteuer ihr wählt. Er durchquert den Raum und verschwindet durch eine Tür hinter dem Tresen. Stetigbart hustet unbeholfen. Nett, dann machen wir uns wohl mal auf den Weg. Danke für den Superpresso. Und dann nimmt er einen letzten Versuch, aber niemand antwortet. So, dann begeben wir uns nochmal aufs Schiff. Gucken, wo uns die Reise hinführt. Ah, da sind wir höchstwahrscheinlich beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.